Ich habe glücklicherweise einen sehr, sehr milden Verlauf gehabt mit kaum Symptomen. Also ich hatte nur ein bisschen eine verstopfte Nase und vielleicht 5 Tage Geruchs- und Geschmacksverlust, aber sonst keine schlimmeren Symptome glücklicherweise. Aber trotzdem war ich dann halt 2 Wochen raus aus dem Training, weil die Ärzte ja doch sehr vorsichtig in dem Fall, also mit Corona-Erkrankungen sind, weil halt ja noch nicht genug geforscht wurde dazu natürlich mit Leistungssportlern. Deswegen ja, habe ich auch 2 Wochen tatsächlich gar nichts gemacht. Also saß halt quasi nur in der Wohnung rum. Und ja, das merke ich jetzt schon im Training. Jetzt so die 4. Woche danach wieder im Training. Ja, das Ziel für Tokio hat sich jetzt aber trotzdem nicht geändert, würde ich sagen. Also mein Ziel, eine Medaille zu gewinnen, weil das einfach so ja, mein persönlicher Traum ist. Ja, daran hat sich eigentlich nichts geändert. Dafür tue ich immer noch alles. Also ich weiß, dass es jetzt quasi ein bisschen erschwert wurde durch diese Erkrankung, aber ja, ich tue immer noch alles im Training jetzt, um jeden Tag besser zu werden, um das Ziel zu erreichen. Deswegen ja, hoffe ich einfach, dass es bis dahin sich alles wieder normalisiert hat und ich quasi wenigstens den Vorteil mitnehmen kann, dass ich jetzt ja Antikörper habe und hoffentlich dann mich nicht nochmal infiziere. Also ich denke schon, dass es anders sein wird, sehr besonders sein wird und ja, wie Sie schon gesagt haben, mit sehr vielen Einschränkungen und es ist echt eine Menge Stress. Japan habe ich bisher als ein sehr, sehr striktes und ja korrektes Land so kennengelernt. Von daher denke ich, dass ja Japan alles in Bewegung setzen wird, dass wir so sicher wie möglich bei den Olympischen Spielen sein werden.